Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Heute geht es um diese beiden Kisten hier. Ich habe glücklicherweise von Swordman zwei verschiedene Kassetten bekommen für das Lüften des Rasens. Und zwar eine Vertikutierkassette und eine Lüfterkassette. Ja, wir wollen heute die Frage klären, was ist besser, vertikutieren oder lüften? Bleibt dran! Yeah! Ja, Freaks, vertikutieren oder lüften? Bei beiden Maßnahmen geht es um das Lüften der Grasnarbe. Wir wollen Sonne und Regen. Da hinten sind schon wieder ein paar dunkle Wolken am Himmel. Ich weiß noch nicht, mal gucken, wie das heute wird. Also wir wollen Licht, Regen, also Licht, Wasser und Luft in den Boden reinbringen. Und das Gras, die Grasnarbe verhindert ein Stück weit die Aufnahme von diesen drei wichtigen Elementen für den Rasen. Wenn der Filz zu dicht wird, wenn zu viel totes Gras auf der Grasnarbe liegt, wenn die Grasnarbe immer dicker wird, wenn das Gras auch insgesamt zu dicht wird, das ist schon wieder windig, unglaublich, wenn die Grasnarbe insgesamt einfach zu dicht und zu eng wird, dann sollte man mal lüften oder eben vertikutieren, um wieder diese wichtigen Elemente, Wind hätte ich jetzt beinahe gesagt, Sonne, Wasser und Luft, ja doch, Luft ist auch dabei, ne? Sonne, Wasser, Luft. Kannst du mal aufhören zu winden? Sonne, Wasser, Luft. Sonne, Wasser, Luft. Sonne, Wasser, Luft. Ja, rein in den Boden mit Sonne, Wasser, Luft. Und dazu müssen wir ab und zu mal den Rasen ein bisschen aufreißen, ein bisschen ausdünnen und den toten Mist aus der Grasnarbe rausholen. Was beim Swordman natürlich total super ist, man hat einmal die Spindel zum Schneiden, zum Mähen des Grases. Und man hat verschiedene Kassetten, die man tatsächlich relativ einfach tauschen kann. Seht ihr gleich alles. Um verschiedene weitere Tätigkeiten auf seinem Rasen durchzuführen. Ich habe jetzt hier diese Vertikutierkassette noch dazu bekommen und die Lüfterkassette. Es gibt noch eine Bürste für den Swordman, die habe ich jetzt aber nicht. Ja, wäre auch mal eine interessante Sache noch. Nee, also haben wir nicht. Eine Sache, die auch sehr gut ist, finde ich, wenn man das Lüften oder das Vertikutieren mit dem Düngen kombiniert, dass man quasi direkt vor dem Düngen lüftet oder vertikutiert. Wir wollen natürlich auch den Dünger unten im Boden haben und nicht auf der Grasnarbe und auf dem toten Filz liegen haben. Und der Dünger soll in den Boden rein, die Rasensamen sollen in den Boden rein, die sollen auch nicht oben drauf liegen, die sollen ja sich mit dem Mutterboden verbinden, damit sie schnell keimen und aufgehen. Beide Maßnahmen sind aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll, direkt vor dem Düngen oder dem Nachsehen durchzuführen. Was muss man jetzt tun, um die Kassetten zu tauschen? Das ist eigentlich relativ einfach. Man löst hier diesen Riemen von der Vorspannrolle und zieht den Riemen einfach runter. So lässt ihn hier so hängen, dass er nicht stört. Jetzt hat man hier diese beiden Schrauben. Eine Schraube auf der einen Seite. Rausschrauben. U-Scheibe nicht vergessen. Jetzt gibt es einen coolen Trick. Der Swordman-Trick. Man hängt die Schraube einfach auf den Magneten drauf. Das ist echt cool. Andere Seite. Zack, andere Seite. Anderer Magnet. Und jetzt kann man die Lüfterkassette einfach ganz... Ach so, ja, das vergesse ich immer wieder. Um die Kassetten rauszuziehen, muss man den Swordman die Höhenanstellung ganz nach oben stellen, also ganz hoch stellen. Mann, also man muss ihn wirklich hoch stellen, hier ganz hoch. Sonst rutscht die Kassette nicht an dem vorderen Balken vorbei. Also ganz hoch. Zack.
ganz hoch stellen und dann kann man ganz problemlos die Lüfterkassette, die Spindeleinheit rausnehmen. Cooles Teil. Hier sieht man jetzt auch sehr schön die Anbindung hier der drei Einstellungen für das Untermesser. Das kann ich auch mal hier schnell das Untermesser zeigen. Schön das Untermesser. Hier ist noch Papier drin. Ja, ich hatte gerade noch mal den Schnitt getestet. Cool. Hier ist diese Klaue, diese Öffnung, und die wird auf dieses Rohr hinten drauf gesteckt. Und damit man auch hinten das Rohr trifft, gibt es diese beiden Bleche. Da gleitet quasi dann die Kassette hoch und rutscht genau hier rein. Das ist jetzt hier die Lüfterkassette. Und diese Lüfterkassette hat jetzt hier diese Drahtzinken, diese federnd aufgehängten kleinen Drähtchen, diese kleinen Krallen. Diese Drähtchen, die zupfen so ganz sanft den Filz aus dem Rasen raus. Und das machen wir jetzt mal das hier, zwei Bahnen, und dann baue ich nochmal um für euch. Baue ich nochmal um auf die Vertikutierkassette. Dann gucken wir uns mal direkt den Unterschied an. Jetzt wird die einfach hier so reingefädelt. Schon hier, das ist wichtig, da muss die Welle rein, das ist diesen Schlitz. Und schon fertig. Die Spindel rutscht wie von selbst hinten auf dieses Rohr drauf. Dann kann ich die alte Schraube natürlich gleich auf die Spindel hauen. Ist da jetzt eine Unterlichtscheibe? Nein, ich habe natürlich die Unterlichtscheibe vergessen. Natürlich, Unterlichtscheibe sollte sein. Nicht zu festziehen. Schön handfest anziehen. Schon fertig? Nein, noch nicht fertig. Den Riemen nicht vergessen, den Riemen wieder rauf zu fädeln. Gesehen, nochmal den Riemen, ne? Der habt ihr hier so weggelegt, der wird jetzt hier wieder rauf gefädelt, zack, und dieser Hebel spannt den Riemen dann vor. Prima. Okay, jetzt natürlich mal die Frage, ja, wie stelle ich denn jetzt diese Lüfterkassette ein? Guter Start ist, wir machen die Lüftereinheit so tief, dass sie so gerade eben auf dem Boden aufsteht. Unser erster Ansatz. Erstmal so gerade eben auf dem Boden drauf. So, jetzt gerade eben jetzt. Ja gut. Einfach mal testen. Diese Schraube niemals vergessen. Und den Deckel wieder drauf. Von der Einstellung her steht jetzt die Lüfterkassette schon auf 10 mm. Wow. Was ich noch vergessen habe, Sporkman empfiehlt jetzt mit viel Gas zu fahren, also mit Vollgas zu fahren und den Antrieb so ein bisschen schleifen zu lassen. Also schon langsam vorwärts zu fahren, aber die Lüfterkassette schnell drehen zu lassen. Mal gucken, wie das hinkriegt. Man sieht schon, dass was passiert ist. Ich gucke jetzt mal in den Fangkorb rein. Aber ich denke, man könnte noch ein bisschen tiefer gehen. Ja. Jetzt bin ich nochmal auf 5 mm gegangen.
Man sieht schon, wie sanft das ist, also wie vorsichtig diese Drahtzinken das tote Gras aus dem Rasen rausholen. Das ist natürlich auch grünes Gras, nicht nur braunes Gras. Ich habe aber auch wirklich, ich habe praktisch keinen Filz in meinem Rasen drin. Deswegen geht es hier vor allen Dingen darum, die flachliegenden Halme so ein bisschen hoch zu bürsten und nicht jetzt den ganzen Filz rauszuholen, der ist einfach nicht da. Also 5 mm finde ich gut. Wenn man jetzt nochmal genau guckt, also man sollte wirklich so einstellen, dass wirklich der Rasenfilz rausgerissen wird und nicht in die Erde reingefräst wird. Es ist null, da ist null Rasenfilz, das ist Wahnsinn. Auf keinen Fall tiefer, also 5 ist hier optimal. Die Dosierung hier mit dem Antrieb funktioniert super, man muss ein bisschen spielen, ne, dass er schon vorwärts läuft, aber eben nicht schnell, nicht Vollgas. Muss man so ein bisschen schleifen lassen, den Keilriemen, funktioniert perfekt. Dieses Lüften ist halt eine wirklich unglaublich sanfte Methode. Deswegen kann man das auch ganz oft machen. Also man kann eigentlich, ich will nicht sagen jede Woche nicht, aber einmal im Monat überhaupt kein Problem. Man sieht eben, das Gras ist praktisch nicht geschädigt. Und jetzt gucken wir uns die Vertikutierkassette an und schauen uns direkt den Unterschied an. Ich bin mega gespannt. Zack, wieder raus. Fantastisch. Ist schon schön dreckig. Man sieht hier, das ist auch sehr schön, man sieht hier, wie gleich der Dreck, ne, der sandige Rasenfilz hinten auf diesem Ableitblech klebt. Das ist übrigens die Vertikutierkassette, die ihr für meinen Gutscheincode bekommt. Rasenflick 2020, eine Vertikutierkassette kostenlos dazu, noch bis Ende Mai. Ich hoffe, das Video kommt vorher raus. So, zack, umbauen. Ha, 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 ha. Wieder die Schräubchen. Vorsichtig einfädeln. Zack. Also die Vertikutierkassette ist echt ein fieses Teil. Der hat so richtig wie so ein Fluch, solche Zinken, die nach vorne so richtig sich reinbeißen in den Boden. Natürlich auch feststehende Messer reinbeißen in den Boden und dann den Filz rausziehen. Eine Sache, die beim Lüften und beim Vertikutieren immer auffällt, die Maschine wird total dreckig, weil eben nicht nur das Gras geschnitten und hochgeworfen wird, sondern auch eben sehr viel Sand und Steinchen. Und Steinchen sind der Tod für Spindelmäher. Ihr müsst tatsächlich wirklich schauen, wie ihr denn die Steinchen wieder wegkriegt, absammeln oder tief mähen mit dem Sichelmäher, der am besten noch saugt. Denn jedes Steinchen ist ein potenzieller Kapitalschaden für die Spindel. Das ist der Nachteil. So, hier seht ihr die Skala jetzt von 0 bis 50 max. Das ist zum Schneiden und da gibt es auch noch eine minus 14. Für die Vertikutierkassette könnt ihr sogar unter die 0 gehen. Das heißt, den Mäher tiefer stellen als 0, damit ihr mit der Vertikutierkassette richtig tief in den Boden reinfräsen könnt. Ich halte davon überhaupt nichts. Also nicht in die Erde reinfräsen, sondern nur bis zum Ende des Grashalms. Also nicht in den Boden reinschlitzen. Dann gehen sofort die Wurzeln kaputt. Ihr wollt den Filz rausholen und nicht die Erde oder die Wurzeln aus dem Boden rausholen, also nicht zu tief. So, Freak, wir machen das ganz genau. Wir gehen erstmal auf 10 runter. Direkt vergleichbar auf 10.
Das gleiche in Grün. Das war nicht tief genug. Vertikutiert, gelüftet, deutlicher Unterschied. Hier, das hier kann man es ganz gut sehen. Kriegen wir das hin? Hier sieht man jetzt sehr schön, dass er schon in den Boden geschnitten hat. Ich sag mal so, oh, 5 mm, das ist schon die absolute Grenze. Tiefer würde ich auf keinen Fall gehen. Hier auch, da sieht man schon, wie er hier, da sieht man sehr schön, hier dieser Schlitz hier, mal weg hier, da der Schlitz, das ist schon fast zu tief, also vertikutieren wesentlich aggressiver als lüften. Das hängt natürlich sehr davon ab, was ihr für einen Rasenfilz habt. Wenn ihr wirklich einen stark verfilzten Boden habt, ist die Vertikutierkassette genau richtig, genial. Einmal in die eine Richtung, dann 90 Grad dazu nochmal vertikutiert, also richtig über Kreuz vertikutiert. Perfekt, lüften, viel öfters möglich, viel sanfter, bei mir hier völlig ausreichend. Ja, Freaks, coole Nummer. Jetzt zeigen wir nochmal einmal das Vertikutieren ohne Fangkorb, haben wir noch nicht gefilmt. Ja. Was man hier sieht man überall die Erde zwischen. Na, hier ist überall schon Erde mit hochgeworfen. Da sieht man auch sehr schön hier, ne? So kleine erdige Krümel. Auch so ein bisschen Wurzel, ne? Hängt schon an der Erde dran. Auch hier reißt schon so ein bisschen die ersten Wurzeln mit raus. Und hier ist es wirklich nur reiner Gras, reines Gras bzw. totes Gras. Da ist nicht ein Krümel Erde mit drin.
Ja, hier sieht man jetzt nicht deutlich, aber man sieht jetzt hier nicht deutlich, aber man sieht schon eben diese Längsrillen. Aber auch nicht schlecht. Man sieht mehr so dieses rausgerissene Gras hier. Das ist auf der anderen Seite nicht so stark. Hier siehst du aber auch eine gewisse Struktur. Oh, hier, also das ist schon krass hier. Das ist schon echt krass. Hier reißt er deutlicher die Stängel raus. Hier würde ich auf jeden Fall mit dem Sichelmäher, der noch schön saugt, mähen. Ganz tief stellen den Sichelmäher, dann schön erstmal mit dem Sichelmäher rüber mähen. Und da bei der Lüfterkassette kann man gleich ganz normal weiter mähen. Vor allem, weil hier jetzt auch überall die rausgerissenen verfilzten Erdkügelchen liegen. Überall hier liegt die Erde. Und das ist natürlich, ne, wie Schmirgelpapier für ein Spindelmäher. Ja, liebe Rasenfreaks, kleines Tutorial, Vergleich Vertikutieren mit Lüften. Ne? Was ist besser, Vertikutieren oder Lüften? Lüften kann man wesentlich öfters als Vertikutieren. Vertikutieren nur, wenn man wirklich einen sehr stark verfilzten Boden hat. Meine Meinung, Lüften einmal im Monat überhaupt kein Problem. Eine wunderbar schonende Maßnahme, um wieder ein bisschen Luft, Licht und Wasser an die Grasnarbe in den Boden reinzukriegen. Perfekt. Vertikutieren ist aggressiver, aber auch effektiver, ne, wenn man was erreichen will. Und von daher immer abhängig von dem, was ihr habt. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Tschüss.